Hallo Leute, das neue Update ist raus und ich habe das Spiel jetzt noch kein einziges Mal mit dem neuen Update gestartet. Das mache ich jetzt mit euch gemeinsam zum ersten Mal. Das neue Artwork, das sieht schon mal ziemlich nice aus. Also, die 48 MB sind jetzt runtergeladen. Es sollte jetzt gleich starten und dann sehen wir uns an, was alles neu ist. Ich habe schon einiges gehört. Einzelziele, das ist jetzt das Zusätzliche, das sind so Events. Schauen wir uns das gleich an. Das sind so Meilenstein-Events, kann man sagen. Die kommen noch zusätzlich auch zu dem Monats-Event. Das zeige ich euch dann gleich. Hier bekommen wir gleich ein paar Units, wenn man parieren, wenn man Meisterungen freigeschalten hat. Übung macht den Meister, pariert 20 Angriffe. Das ist im Prinzip für die neueren Spieler. Kann man so ein bisschen trainieren oder wird man zum Trainieren motiviert. Die Spezial, das sind eben die für das Monats-Event. Da gibt es ja auch die spezifischen Kristallsplitter, die letzten Gefecht-Kristallscherben. Und das bekommt man mit den Avengers. Da kennt man also, wenn man die Avengers auflabelt, wenn man sie bekommt, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, die drei Sterne Avenger, die habe ich schon alle auf Rang 2. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt im Prinzip befüllen soll, aber da findet man sicher schon noch eine Lösung. Was man mit diesen Kristallscherben, also diesen Belohnungen, machen kann, das schauen wir uns auch gleich an. Dann gibt es hier im Spezialtab, gibt es die letzten Gefechtkristalle. Wir schauen uns hier mal nur den ganz großen an. Da gibt es sogar eine Chance auf einen 5-Sterne-Wecker. Wie groß die Chancen sind, schauen wir uns das kurz mal an. Für einen 5-Sterne-Wecker 0,1%. Aber trotzdem sind die Belohnungen, glaube ich, relativ gut. Okay. Das kann von ganz gut bis, glaube ich, relativ schlecht sein eigentlich. Aber es gibt ja Klasse 5 Entwicklerfragmente, Boosts, Alpha 2 und eben auch Erwecker. Und man kann von diesen Kristallen doch relativ viel, also aus dem Event alleine glaube ich 30. Und jetzt mit diesem Meilenstein bekommt man sicher auch noch 2, 3 mehr. Also da hat man dann doch schon eine Chance, dass man etwas Gutes bekommt. Außerdem haben wir hier die Kompensation für die, die schon die meisten Meilensteine bei den Missionen freigeschalten haben. Wir bekommen hier eine kleine Kompensation. Die meisten Leute, glaube ich, brauchen da nicht mehr wirklich was, sind ein paar Splitter. Da ist etwas zum Aufpassen, da gibt es diesen Klassenentwickler-Selektor, da kann man auswählen, da sind zwar nur Stufe 1 Klassenentwickler. Aber ich habe schon gehört, man kann dann eigentlich nicht mehr nachschauen, was man eigentlich hat. Schauen wir kurz bei den Entwicklern. Ich glaube, die Stufe 1, ja, Kosmos werde ich brauchen und Mystik. Wenn ich diese nämlich einkassiere, sammle, dann komme ich sofort in das Menü zur Auswahl und dann kann ich nichts mehr machen. Ich kann auch nicht rausgehen und nochmal nachschauen. Also vorher nachschauen, damit da nichts schief geht. Also wie gesagt, Kosmos. Und wenn man ja zwei davon hat, für den zweiten nehmen wir hier Mystik. Ja. Bitte ein bisschen lange. Dann schauen wir mal, was war die zweite Nachricht. Okay, das ist nochmal die Info zu den Einzelzielen. Dass man da auch die ganze Info bekommt. Hier haben sie etwas am Grafikstil geändert. Wir haben sie jetzt so einen violetten Schatten darunter gemacht. Ja, das glaube ich, das war's jetzt mal, die großen Änderungen. Ich hoffe, dass sie die KI angepasst haben, dass sie die ganzen Bugs jetzt endlich ja gefixt haben. Zwei Bugs, was ich schon wieder gehört habe, was nicht funktioniert, das sind die Aufwertungsjuwelen. Speziell, ich glaube, diese hier, man kann sie nicht verwenden. Einfach weil anscheinend da auch irgendwie was verpackt ist. Wenn ich hier
Magic, wie man hier sieht, der Pfeil ist nicht blau, obwohl ich einen Aufwertungsjuwel habe. Ja, da ist auch gerade wieder irgendein Fehler. Ich kann es nicht benutzen, ich hätte genug Gold, aber geht nicht. Aber das sollten Sie in den nächsten Tagen hoffentlich gefixt haben und dann läuft das wieder. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt die ganzen anderen Bugs, weil vom letzten Patch, da waren ja sehr viele Probleme dann im Spiel. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich alles gelöst ist und wir wieder ein normales, ja, Spiel spielen können. Weil ich das in der ersten Aufnahme komplett vergessen habe, es hat sich mit dem Patch noch etwas geändert, und zwar die Anzeige bei den Champions. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, das anzuzeigen, die Champions, die man noch nicht in Besitz hat. Das ist jetzt genau hinter der Kamera. Jetzt blende ich die kurz aus. Im Besitz, nicht im Besitz. Wenn ich jetzt die Champions anzeige, die ich nicht im Besitz habe, ja, ist glücklicherweise gibt es dann nicht mehr viel, weil ich schon fast alle in irgendeiner Form zumindest habe. Dann kann man hier auch beim Sortieren gibt es einen zusätzlichen, die Sammlung. Da kann man dann ansehen, was man eben im Prinzip noch nicht hat und was man eben noch brauchen würde. Zum Beispiel den Annihilus, den kann man hier eben ansehen, glaube ich, aber man sieht, jetzt weiß ich nicht, ob man hier auch noch irgendwie einsehen kann, ob das eben noch eine 5-Stern-Version zum Beispiel bei Scarlet Witch, das würde mich interessieren, ob das vielleicht angezeigt würde, denn bei den anderen, die nicht im Besitz sind, da sieht man hier, in welchem Sternformat die kommen. Zum Beispiel bei den neuen, den Ronin, da weiß man schon, die kommen auch als 6-Stern-Version. Karl Obsidian und wo ist der andere da? Der Ebony Maw. Der kommt auch als 3- bis 6-Stern-Champion. Sind wir schon mal gespannt, was die alles können. Wenn euch das Ganze geholfen hat, verteilt es in eurer Rallye, abonniert den Kanal, liked das Video und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!